Herzlich willkommen zu einem neuen Video. Wir sind mal wieder auf der Techno-Klassiker. Selim heute nicht mit dabei, aber ich habe Tartreff hier Unterstützung. Ja, so. Herr Schwan ist am Start, der Oldtimer-Spezialist eures Vertrauens hoffentlich. Ja, ich hoffe doch mal auch. Beziehungsweise bisher kennen die Leute dich ja nur als maximal sympathisch der Entlacker des Vertrauens. Ja, was aber keiner weiß, dass wir tonnenweise solche Dinge eigentlich auch schweißen, lackieren und für viele, viele, die hier stehen, liefern. Ne? Und es wird auf jeden Fall auch ein gutes Video, weil Alex hat immer einen guten Spruch auf Lager. Ja, stimmt. Es gibt immer ein paar Weisheiten und das beim Thema Oldtimer noch umso mehr. Ja. Deswegen, als ich gehört habe, Alex ist auf der Techno-Klassiker, habe ich gesagt, okay, alles klar, du bist dieses Jahr mein Mann, wir machen ein Video. Ja, erzähl mal, zweimal Porsche. Ja, wir sind in der Porsche-Halle. Halle 3 ist traditionell die Porsche-Halle und deswegen haben wir auch zwei Porsche mit, weil wir suchen ja natürlich auch Kunden. Und der weiß ja, ne, der, das müsste jetzt ein 964er sein und das ist das beliebteste Auto für Restomods. Mhm. Das heißt Restomod Backdate, das sagt ihr bestimmt was. Ne? Und die werden ja in allen Facetten rückgerüstet, keine Ahnung, als Targa, als Coupé, als ST, STR, alles was mal in den 70ern gab, in den bunten Farben. Haben die 964, ich glaube, die haben alle Originalen geschlachtet und es ist, glaube ich, eher sinnvoller, sich einen Originalen zu lassen, wie jetzt mal wieder einen back zu daten. Ich habe ja diverse Betriebe jetzt bei euch so in der Nähe da gesehen, also gefühlt alles, was geldtechnisch unterwegs ist, kommt aus dem Schwarmland und neben Mechatronik waren wir auch bei SPS Performance, ihr wisst das noch gar nicht, da kommt noch mal ein Video zu. Und die machen ja tatsächlich auch sowas. Allerdings so ein bisschen mehr Carbon und ein bisschen neu, modern. Ich kann dir das auch begründen. Weißt du, Porsche ist ja traditionell Stuttgart und die haben ja auch viele Mitarbeiter. Und die Mitarbeiter haben oft mal eine Abfindung bekommen und diese Abfindungsmitarbeiter, die haben halt eine Werkstatt gegründet. Deswegen gibt es auch viele tatsächlich, auch Mercedes, die irgendwie aus dem, auch ich bin ein Kind, Mercedes-Kind, der mal eine Abfindung genommen hat. Und viele haben dann solche Werkstätten gepflanzt. Kienle ist zum Beispiel auch ein ehemaliger Daimler-Mann und er hat wiederum locker 10 Werkstätten in der Richtung auch angesiedelt, die heute auf einem hohen Niveau dann weitermachen. Ne? Was erschreckend ist, egal wo ich hinkomme, immer wenn es mit Oldtimer zu tun hat, fast alle Autos sind bei dir einmal durchs Bett gegangen. Ne? Weil an der schwarzen KTL sieht man es halt immer sofort. Und das heißt, du kommst in die Werkstatt rein, siehst, okay, ein Auto in schwarz KTL, alles klar, das muss mal alles gewesen sein. Ja, schwarz. Am liebsten hätte ich grau. Ich habe mich nicht getraut, weil es gibt eine Industriekundschaft und die will halt schwarz. Und wir haben uns nicht getraut, in grau OEM-like, sondern Aftermarket-like zu machen. Das ist halt der Unterschied. Aber das ist die Grundlage und nach der Nummer hier geht es halt erst richtig los. Ne? Und seid ihr das erste Mal auf Techno-Klassiker? Nein, ich war schon ein paar Mal, aber ich lasse immer ein bisschen was aus. Aber ich wollte unbedingt mal die Halle 3, das war mal unleistbar, aber dieses Jahr ging es. Aber weil seitdem wir uns kennen, warst du zumindest nicht alleine hier, ne? Wenn er nur irgendwie mal irgendwo auf dem Stand mit drauf oder so. Ne? Ich bin ja jetzt ABL bei der Entlackung, ne? Ich bin ja jetzt auch bei einer größeren Gruppe. Das ist was Neues jetzt ab dem 1.1. Und ABL heißt? Es gibt einen sehr großen OEM-Entlacker und das ist die ABL-Gruppe und die haben meine Entlackung und die KTL zum Jahresende übernommen. Wir haben Carblast und die Geschichte mit Blech und Lack haben wir behalten, aber diese Industriestrecke gehört jetzt einem größeren Konzern und wir sind jetzt also zum Teil bin ich jetzt Werkleiter für die Industriestrecke, aber weiterhin Inhaber bei Carblast und Autoco. Ne? Aber ändert sich irgendwas oder bleibt autotechnisch alles gleich? Alles bei mir. Ruf immer noch voll. Die haben das konzentriert. Die waren halt schlau, die haben halt alle vom Markt runtergenommen und haben es halt konzentriert. Weißt du, das ist auch dem Markt geschuldet ein bisschen. Ne? Und den Energiegeschichten die letzten paar Jahre, das musste sein. Wir laufen heute noch zusammen hier über die Messe. Was denkst du, so grob, wie viele Autos werden wir sehen, die bei euch entlackt wurden? Boah, das weiß ich gar nicht mehr, aber ich, weißt du, wir haben aber eine so 10, 20 wären das eine vierstellige Zahl im Jahr. Wie viele Autos, wenn du über 10 Jahre lang in der Nummer fährst, dann viele wahrscheinlich. Viele, ne? Also ich hatte heute schon 3, 4 Kunden, die haben gesagt, oh, ich war vor 5 Jahren, ich war vor 10 Jahren. Ich denke, ja. Und aber sehen wir auch ein Auto, was ihr komplett lackiert habt und so weiter? Bestimmt, ne? Vielleicht. Mal gucken, ob wir es zeigen dürfen. Ich war noch gar nicht unterwegs. Achso, ist auch heute erster Tag. Wenn ihr euch wundert, warum das so leer ist, ich weiß nicht, ob das letztes Jahr auch schon war, sonst waren wir immer eher Richtung Wochenende hier. Es gibt jetzt hier auch so eine Art Preview-Day, der geht bis 20 Uhr abends. Und deswegen ist das halt so schön leer hier, ne? Und du sagst 964, beliebtes Auto, um den zurückzurüsten auf ein F-Modell oder ein Modell bis 73. Echt? Ja. Ganz schlimm. Ich finde das ganz schlimm. Also es ist für mich schrecklich. Warum nimmt man da nicht einfach ein altes Modell?
weil der den breiteren Kardantunnel hat und weil er 964 einen starken 3,6 Liter Motor hatte. Und der war eigentlich schon ziemlich perfekt mit sehr hohem Drehmoment und 250 PS. Und auf der Basis der Luftgekühlten kommt ja jetzt der 993. Mhm. Aber da ist schon das Fahrwerk ein bisschen anders und der wird gerne dazu genommen, um den auf F umzuswitchen. Das ist so der perfekte F, der F selber nie war. Ne? Die F-Karosse war in Summe nicht nur bis auf den Tunnel schon anders. Die ganzen Proportionen von dem ganzen Auto sind ja schon ein bisschen anders. Ja, also nein, so eine, nein. Ja, aber so eine 964-Tür passt ja in dem F. Doch, die passt da rein, alles. Echt? So identisch ja. Die Karosse? Sogar der Schweller. Weil ich finde, F-Modell gegenüber 964 sieht viel, viel kleiner aus. Nein, so vom nein. Auto her, ne? Sogar, also der Unterschied war die Tür. Die Tür hatte einen Seitenaufprallschutz, der 964, und die anderen halt nicht. Aber weißt du, es ist Geschmackssache. Mhm. Du kennst ja meine Einstellung, ich bin ja so überreizt mit den ganzen Geschichten. Deswegen, ich gucke mir das von der Seite an und ich sage, Wie ist so eine 964er Karosse rosttechnisch meistens? Natürlich sind die besser, aber die sind anders. Also im Schwellerbereich, guck mal her, siehst du den hier? Mhm. Da ist ein sehr großer Hohlraum, der funktioniert bei uns perfekt. Ja. Mhm. Das haben 964 aufwärts. Okay, aber hier sieht man ja schon, dass die schon auch am Rosten sind. Ja, ne? Also so ein 964 kommt auch nicht rostfrei aus dem Bad. Das ist ein Mythos, dass nach 1977 alle Autos verzinkt waren. Und dann denkt jeder, es ist verzinkt, ne? Und dann rostet das nicht. Die rosten alle gleich. Guck mal, hier Loch, da Loch. Das sind alle scheiße. Mhm. Die sind alle schlecht. So ein Auto, wie es hier jetzt steht, was für eine Basis war das? War das eher so 964 vom mobile untere Grenze, mittlere Grenze? Einfach nur irgendein Scheunenpfund, oder? Das weiß ich tatsächlich nicht. Also wenn man das so ist ein besserer. Der ist schon besser. Also das heißt, wenn du so ein normales Auto mit 200.000 Kilometer kaufst. Warum hat der vorne den Kotflügel aufgeschlitzt von innen, weiß kein Mensch. Keiner, also ich weiß nicht, warum man das gemacht hat, aber man hat es gemacht. Ja, vor allem an der Stelle, ne? Ja, warum? Also ich könnte mir jetzt nur vorstellen, dass das schon mal ein Rostloch war vielleicht. Aber siehst du den Unterschied? Das ist eine G-Karosse da vorne, das ist das Vollcabrio. Und die wiederum, die haben die sogenannten Heizrohre aus Pappe innen drin. Deswegen musst du den Schweller öffnen. Und alle die mit geschlossenen Schwellern sind ja noch zwei, ne? Das gibt ja innen, Mitte, außen. Und warum außen? Weil das ein 20-Euro-Teil ist und das ist ein 90-Euro-Teil. Und viele schneiden hier auf ein 900-Euro-Teil. Ne? Und muss man aufmachen, weil da drin alles Schrott? Da ist alles Schrott. Dieser Bereich, siehst du, hier ist Rost. Ja, dieser Bereich ist voll die Krankheit bei dem Ding. Okay, und jetzt sieht man natürlich auch den Unterschied, was den Tunnel angeht. Weil hier ist der Mitteltunnel ja wirklich... Ja, vergewaltigt. Guck mal, in der Mitte ist irgendwas. Ja, aber auch viel, viel schon deutlich flacher als der vom 964. Ja, ja. Ja, wenn man den aber vieles sieht, passt das vom 960. Und auch generell, es ist schon... Mehr KTL, das ist KTL performt, weißt du, diese Durchtauchgeschwindigkeit, das sind ja Stöpsel. Mhm. Der hat ja weniger, der hatte nur im Prinzip Schlaglöcher drin, aber der hat Stöpsel. Ja. Ach, das heißt, wenn weniger Löcher drin sind, dann ist es schwieriger fürs KTL, weil du es nicht so bewegen kannst im Wasser? Also grundsätzlich hat man alles schon getaucht, auch in den 40ern und in den 50ern irgendwie. Mhm. Und dann wurde das immer professioneller. Irgendwann mal konnte man simulieren, wie so eine Rohkarosse sich im Bad verhält. Und man fuhr Simulationen, bevor man im Prinzip die Linie gebaut hat. Und das ist garantiert ein simuliertes Auto, das speziell für die Linie optimiert wurde. Das ist ein KTL-optimiertes Auto. Das mit einem großen Schwellern innen drin, das ist toll. Für was schlägt dein Herz hier am meisten? Mercedes oder Porsche? Oder ehrlich? Kann man so gar nicht sagen, ehrlich. Vorkrieg. Echt? Mhm. Alter, wir haben jetzt so viel Vorkrieg gesehen, haben uns immer gefragt, Alter, für wen das jetzt noch wirklich so richtig interessiert und wer auch plant wurde, hätte ich gar nicht mit erwartet. Weil wenn du alles kennst, was irgendwie vier Räder hat, dann findest du alles so ziemlich gut. Jedes Auto hat eine gewisse Besonderheit. Guck mal, da gegenüber steht einer, sieht nach gar nichts aus, ist aber eine Osi. Mhm. Das ist ein super seltenes Auto. Ja? Mhm. Also mit italienischer Form, mit allem drum und dran. Gefällt mir, würde ich mir aber jetzt nicht mehr kaufen. Ja. Wenn du mich fragst, was mir gefällt ein Special aus dem Vorkrieg, der hat 200 PS, keine Bremsen, damit kann man sich umbringen, das finde ich geil. Sieht man, aber sowas ist hier steht ja nicht, oder? Doch, echt? In der Halle 4, glaube ich, ja. Okay. So, wir gehen mal gucken, was wir so finden. Und das ist was für dich, ha? Ja. Ich wollte gerade fragen, Alex, wie ist das mit Rennsport, tangiert dich noch so? Aber weißt du, Gehaltsklasse musst du hier berücksichtigen, ne? Das würde mich zum Beispiel sehr arg tangieren, so ein Ford GT finde ich ja schon klasse. Was ich beim Ford GT krass finde, ist, man sieht schwer immer das Baujahr. Ja, ja, die gibt es ja in allen Facetten. Wieso, aber weißt oder? Du, was schlimm ist beim Ford GT? Guck mal dich an, guck mal mich an. Hm. Ich mag das, aber ich komme da nicht mehr rein.
Mhm. Passt dann immer rein. So, weil, guck mal, das Auto ist 2018 zum Beispiel noch 24 Stunden Dubai gefahren, wo man eigentlich denken würde, der muss schon viel, viel älter sein. Aber ist er nicht. Aber guck mal, das ist zum Beispiel sehr high-endig, so ein Carpting. Das würdest du nie auf dem Radar haben, so ein Ding. Aber jetzt ist das Auto natürlich auch zustandsmäßig eine 1 hier, das, ne? Ist eine 1, das ist High-End. Da hat einer ein Haus verknallt da drin, ne? Ja, der hat seine Frau nur ein Drittel genannt, aber eigentlich steckt hier ein Haus. Also die Gulf-Lackierung, ich weiß jetzt nicht, ob das bei dem damals so war. Ja, gab's. Die finde ich nicht ganz so geil, ehrlich gesagt, auf dem Ford. Ich weiß nicht, warum. Ja, weil es halt auf anderen Autos gab. Es gab auf dem 917 Porsche, das war der berühmteste Gulf. So. Ne? Und der war der echte. Alle anderen waren, weißt du, wie diese Jacken, die hier verkauft werden, diese Gulf-Jacken. Kann man haben, muss man aber ja, nicht. Ja, aber guck dir mal diese Felgen an. Ne? Das geht schon. Also Tiefbett ist da. Was denkst du, was so mit das... Oh nee, wir müssen auf jeden Fall einmal zu Ferrari rüber. Nein, nur für Nico. Was denkst du, wäre so das teuerste Auto hier heute, so auf der Messe? So aus dem Bauhaus, was würdest du vermuten? 3, 4. Und was für ein Auto, was würdest du denken? Ich weiß, dass zum Beispiel BMW 507 irgendwo rumsteht und ich weiß, dass ein paar Ferraris schon da sind. Und Ferraris sind oft und gerne siebenstellig. Mhm. Es gibt auch Aston Martin, es gibt die ganzen Perversen hier, die keine Ahnung, das ist No Limit. Also es gibt vieles hier mit No Limit. Denkst du dir gar nicht. Und vieles kostet einfach 300.000. Warum das so ist, weiß kein Mensch, aber es kostet einfach 300.000. Geil ist leider. Jetzt steht man mal wieder vor einem Enzo und dadurch, dass wir gerade vor 4 Wochen einen gesehen haben, ist es gar nicht so, dass man so forscht und sagt, Alter, so krasser Enzo. Wobei das noch mal eine Liga drüber ist. Oder man könnte es auch noch krasser sagen, dass man schon wieder einen Valkyrie sieht. Ne? Das ist ein Valkyrie, oder? Ja, ist ein Martin. Brutal. Also das ist, glaube ich, weiß nicht, wie werden die gehandelt? 3,5-4 Millionen bestimmt, oder? Langt das? Ja, also so in dem Dreh und auf jeden Fall. Wer fährt das? Das ist, aber weißt du, das ist ein Stehzeug, das ist kein Fahrzeug. Das bleibt sein Leben lang so stehen. Ja, das weiß ich nicht. Das weiß ich nicht. Ich glaube, gerade bei dem Auto, also jemand, der jetzt noch ein Enzo hat, haben wir gerade drüber gesprochen, bei der Ferrari-Sammlung. Enzo zum Beispiel war ein Auto, die erstaunlich viel gefahren wurden alle damals. Weil das halt einer so mit der ersten war, den man geil fahren konnte. Das Ding ist eine Skulptur, der bleibt für immer und ewig so und stehen. Und die Leute, die wohl halt einen Valkyrie besitzen, durch dieses Zeitalter des Internets, wo man halt auch mal geil ein Video posten kann und das halt soundtechnisch etc. Master Dinge ist, gibt es, glaube ich, schon viele, die Dinger noch fahren. Viele, es gibt ja eh nicht viele Autos, ne? Aber das ist zum Beispiel die Antwort, was passiert in 10 Jahren. Der überlebt. Weil guck mal, der hat auch immerhin schon 500 Kilometer runter. Also eine Ausfahrt muss er schon gemacht haben. Guck mal, ganz tolles Auto. Was für eine Atmosphäre? Gar keine. Ja. Warum? Weiß kein Mensch. Und der steht einfach da. Wer ist das? Warum ist er das, da? Das wird hier Maserati-Händler sein, der halt ein Auto hingestellt hat, ne? Nee, der ist noch gar nicht gekommen. Das ist ja das Coole. Hat schon Feierabend. Ja, also die Leute werden mich teilweise wieder hassen, weil ich kann ja auch nicht jedes Auto kennen. Also ich weiß, dass das Maseratis sind. Ja. Ich könnte dir aber noch nicht mal das Modell sagen. Wirklich. Ja, das ist wahrscheinlich ein Ghibli. Also ich weiß es wirklich nicht. Ja, ein Ghibli, das ist etwas, was sehr bekannt ist. Die haben halt 8 Zylinder, 4,2 Liter oder 5 Liter. Die sind die geilsten Maseratis ever. Die kosten 500.000 oder 300.000 Euro. Aber als du einen Führerschein gemacht hast, hat man solche Autos auf der Straße noch gesehen? Nein. Oder noch älter? Nein. Das ist schon Ende 60er bis Mitte 70er. Da vorne steht zum Beispiel ein Ghibli Cabrio. Ja. Hast du nie gehört. Dass der echt ist, ich setze mein gesamtes Vermögen, dass er gefaked ist. Wir gehen lieber zum E36 über. Selber schon geil, ne? Wir sind nämlich noch in der Farbfindungsphase für den E36. Oh, oh. So, ne? Und ich bin tatsächlich mal bei einem Auto angekommen, wo Schwarz eigentlich für mich nicht in Frage kommt. Weil, das hängt bei dem Auto damit zusammen, diese Teile kannst du ja nicht schwarz glänzend lackieren. Die bleiben ja matt. So, ne? Die bleiben ja schwarz-matt und schwarz-matt auf schwarz. Ja, weiß ich nicht. So, und es ist tatsächlich ein Auto, was ich finde, was in Silber wirkt, muss ich ganz ehrlich sagen. Klar, sieht halt, ich will nicht sagen langweilig und bieder aus, aber es macht das Auto, finde ich, irgendwie wertvoll. Aber schau mal, der hat zum Beispiel die Scheiben schon verdunkelt, ne? Die sind dunkler als original. Deswegen wirkt das Auto schon ein bisschen besser. Meinst du, dass nicht das Licht ist? Nein, die sind dunkler. Mhm. Und der hat das Auto ein bisschen edler machen lassen. Vieles ist beilackiert. Deine berühmten Plastikteile sind hier lackiert. Ja, das ist klar. Ja, nee, das ist klar. Ja. Die sind dass die so nicht... Klar ist Silber toll, aber wenn du Silber schlecht lackierst, dann sieht man das schneller als du denkst. Das ist ja nicht meine Aufgabe, das Lackieren. Ja. Aber Silber kann man ganz schnell lackieren. Ja, oder du kannst es halt auch gar nicht nachlackieren, ne? Wenn du da mal was nachlackierst. Da kannst du Wolken, siehst du, der hat auch irgendwas da. Welche Farbe willst du machen?
So ein Auto? Mhm. Ich finde dein Blau gar nicht schlecht. Das, was da drauf war? Ja. Argus Blau. Das gefällt dir nicht. Ja, klar. Aber dann, aber Silber ist halt auch Silber. Nee, dann hätten wir, ja doch, entlacken hätten wir eh, wegen ein bisschen Schweißen, dies, das, jenes und so weiter, ne, aber... Fehlfarbe. Warum nicht den Katalog aus den 90ern rausholen und die, die am wenigsten bestellt worden ist. Die Fehlfarbe ist schlechthin. Ja, da haben wir so ein, zwei zur Auswahl, ja. Aber das sind ganz schöne Farben. Mhm. Und dann ist ja eh noch die Frage, ob wir eine originale BMW-Farbe, eine originale E36-Farbe nehmen oder einfach scheiß drauf mal an. Das ist aber tatsächlich oft das Thema, soll ich mein Auto original wegen Wertehalt und bla bla bla. Ne? Mach das so, wie es dir gefällt. Aber wenn du, sagen wir mal, wenn du halbwegs am Originalauto bleibst, nimm doch die Farbpalette, die es gab und such dir dort eine Farbe raus. Ja, das würde ja dann passen. Boah. Ja. Ja, aber... Also 69.000 Euro für einen E36 M3, natürlich, keine Frage, teuer, sehr teuer, aber für den Zustand haut es mich jetzt zur Sekunde noch nicht um. Du kannst, wenn du einen schlechten kaufst und du machst den neu, dann langen die 69 nicht. Nee, niemals. Eben, deswegen ist es leichter, sich den besten auf der letzten mobile DE zu kaufen. Einfach den, den du dir willst, den allerteuersten, bevor du jetzt einen billigsten hochziehst und du hast kein Geld. Aber dann hätten wir uns nicht kennengelernt. Ja, aber du bist auch eine Ausnahme. Ne? Eigentlich traurig, wir laufen über so eine alte Messe und gucken uns immer die Dinger an, aber ist halt... Oh, Königsegg. Ich persönlich mag dieses Carbon. Ich finde das geil. Das ist mal was anderes. Dieses Grobe, aber immer noch... Ich finde auch Carbon hinter Klarlack finde ich schön. Also immer noch parallel und nicht irgendwie so ganz wild. Und ich bin absoluter Fan halt immer von so gefrästen Rädern in Silber. Ja gut, aber hey, wir sprechen hier von einem Hypercar, ne? Ja, der ist, von dem Hypercar so ungefähr. Ja, das ist Hypercar. Das ist Weiß nicht, wenn ich gut aufgepasst habe die letzten Wochen, reden wir hier eher von 7 Millionen, ne? Glaube ich so in dem Dreh. Das sind ja dann schmerzfreie, wo die kaufen. Ja, und also das ist dann auch wieder eine Liga. So ein Auto wird dann als altes Auto dann wirklich nicht mehr viel gefahren, ne? Ja, das ist ein schmerzfreies Auto. Das heißt, du musst absolut schmerzfrei sein, um 7 Millionen irgendwo zu vergraben in so einem Ding. Was vor allem in 3 Jahren keiner mehr reparieren kann, weil alle tot sind, die das Oder du musst dann einfach Hunderte noch dahinter haben, ne? Brutal. Ja, das ist natürlich, der schießt hier heute den Vogel ab, würde ich sagen. So, erstmal machen wir jetzt ein cooles Farbspiel. Ja. Gucken mal Farben. Was ist dein Favorit, Nico? Ich finde das da hinten ganz cool mit diesem Dunkelsilber und den Regenbogenstreifen. Das ist der Kodak Porsche. Oh, das ist aus. Kodak. Das ist eine Kodak-Lackierung. Die hat dieser B&B in Frankfurt. Weiß nicht, wie er heißt. Aber so das Line-Up ist schon krass, so, ne? Wenn man so guckt. Ja, ich sag ja, der schießt den Vogel an. Von alt nach neu ist ja alles bei, ne? Ja, natürlich. So, ich persönlich, das ist tatsächlich fast so wie Marius S4 Limo. Mhm. So ein bisschen dunkler vielleicht. Finde auf jeden Fall cool. Ja, das holt mich nicht ganz so ab. Das ist verbraucht, dieses Salat. So, aber so ein Auto habe ich damals noch öfter gesehen, in so welchen Farben? 90er. 90er waren 80er, also eigentlich mehr 90er waren. Das war mal früher sehr beliebt, ja, aber das kannst du nicht mehr sehen. Finde ich definitiv cool. Ja, gibt es eine ganz tolle Farbe von Mercedes. 517, heißt es Rubinrot Metallic? Ich weiß gar nicht. Ja, Top Rubinrot, sehr geiles Auto. Pass auf, wir gehen mal, lass mal einmal so rum. Ich will mal unbedingt bei den 39 hinten einmal gucken. Sehr schön. Mhm. Das ist eine schöne Farbe. Ja, aber, also das sind beides wilde Farben. Also die Farbe ist wild. Also die finde ich zum Beispiel nicht schlecht. Die Kombi, die Farbkombi ist halt so richtig krass. Ja, gelb. Ne? Aber ganz ehrlich, weiß ich nicht, ob so eine Farbe auf dem E36 Nein, auch schocken würde. Aber sowas wäre zum Beispiel ganz cool. Ja, oder sowas, also generell, dass da so eine Farbe drauf ist. Ja, ich weiß nicht, ob das poppig. Ich weiß nicht, wenn du deinen Lebtag schwarz trägst, dann wäre mir leider Zeit für sowas. Also ich sehe jetzt zum Beispiel so eine Farbe gerade eher, wenn ich drauf gucke, als so neu modernes Lila-Violett. Nein, das... Also da sehe ich sowas schon eher. Das ist sehr modebehaftet. Ja, krass, aber das war mir klar. 993, oh. Turbo S, ja, aber Turbo S. Mit, also 903 Turbo S erkennt man aber relativ einfach daran, an den Lufteinlässen im Seitenteil. Mhm. So, weil die wenigsten 903 Turbo-Fahrer sich den nachrüsten, einfach aus Spaß, weil halt der ganze 903 Turbo entwertet ist, wenn es Nachbau in dem Moment ist. Ne? Sehe ich das richtig da? Eine halbe Million? Halbe Million, ja. So. Weil aber, guck mal, normale Turbos kosten ja schon 150, 200. Philipp, das geht zu Ende, das sage ich dir gleich. Voll, guck mal, da steht noch ein zweiter daneben. Der ist 15 billiger, kannst du in Urlaub fahren. Der hat doch eine Macke. Warum? Ja, die gab es wenig. Ja, die sind luftgekühlt und toll und weiter. Aber was halt auf so einer Messe immer wieder krass ist,
so ein Auto kostet jetzt eine 500.000, weil es so wenig von gab, aber es stehen zwei Stück nebeneinander, ne? Damit hat er den Preis schon zerstört, er hätte den einen noch hinstellen sollen für eine 500.000. Das sind seltene Autos. Das da ist eine Replika, das ist garantiert nicht echt. Weil wäre unbezahlbar, nicht? Oder? Nein, das ist die. Von denen gibt es einfach gar nicht. Ja, es gibt einfach zu viele von denen und ich glaube, da müsstest du Professor sein oder Funken-Erosionstest machen, um rauszufinden, ob der echt ist. Also die Wahrscheinlichkeit, dass er nicht echt ist, ist höher als er echt ist, ganz sicher. Ja, aber das ist krass in dieser Oldtimer-Szene. In der Szene speziell. Szene, dass der, vor allem, wir haben jetzt auch in verschiedenen Automuseen auch teilweise jetzt schon gesehen. Ich habe das Gefühl nach und nach. Typ 37A, original, alles toll. Also ich würde mich nicht trauen, das zu kaufen. Man sieht aber immer mehr, dass selbst die Leute sogar stolz darauf sind, dass es keine Originalautos sind, sondern dass es ein Nachbau von da und da und so weiter ist. Ja, weil das fahrbar ist. Ab dem Moment kannst du das fahren. Was für eine Halle ist das jetzt hier? Halle 2? Nee, 1. Halle 1. Halle 1, ja. Ja, das ist so Creme de la Creme. Ja, ich wollte gerade sagen, Halle 1 waren früher wirklich die Top-Restauratoren. Ja. Top-Händler. Und heute, weiß ich nicht. Gucken wir mal. Ja, gucken wir mal. Wilde Farbe für Black Series, ne? Das ist ein dunkelgrün, ne? Dunkelgrün Metallic. Früher hieß diese Farbe bei Mercedes in den 90ern Turmalingrün Metallic. Mhm. Heute wahrscheinlich Wildgrün oder sowas. Aber hat was. Ja, aber das ist viel zu neu. Dann wirkt er, guck mal, wie er wirkt. Er wirkt nicht mehr. So? Geil. Ja, das ist ein geiles Auto. Ey, der hätte so weit müssen, Alter, wenn ich mir dich in der Kiste vorstelle gerade. Wirklich tolles Auto. Ja, das war dann was für dich hier. Ja, das wäre meins. Aber du musst den anders betrachten. Das ist ein Auto aus Ende 20er Jahre. Ach, der kostet nur 3,5 Millionen. Schnapper. 1900. Ja, jetzt, 29. Jetzt, wo, ne, du Konzern bist, ne, können wir ja mal Angebot machen. Ja, ja, ja. Ja. Nein, überleg dir mal, welcher Elon Musk oder wer auch immer, Bill Gates, den damals hatte. Ja. Der war ein Raumschiff Enterprise zur damaligen Zeit. Aber war das wirklich so krass, dass das so viel Geld und so wenige von gab, dass wirklich... Ja, das war absoluter Hypercar. Mhm. Guck mal, seine Leistung, der glaubt, der fuhr schon damals 200. Ja, ja. In der Form. Der hatte keine Bremsen. Doch, irgendwelche Dinger. Das ist der Kompressor-Club. Ja, irgendwelche hier so große Trommeln oder so. Nein, oder? Aber du musst dir mal überlegen, die ganze Welt fuhr mit einer Pferdekutsche. Und wobei die sind mit einem Raumschiff unterwegs gewesen. Ich wüsste jetzt auch nicht, wie er die Bremsen betätigt, weil ich sehe nichts, was herangeht, aber. Das sind bestimmt irgendwelche Seile. Weißt du, was man bei solchen Autos nicht machen darf? Das Lenkrad umgreifen. Du musst den Daumen aufs Lenkrad legen, weil wenn du auf was folgst, das ist ja eine direkte Stange, der sägt dir einfach den Finger ab, wenn das Rad rumkommt. Ja, vor allem auch Riesenräder, ne? Was wäre deine Konfig auf der Flügeltüre? Hellgrün Metall, hellgrün Pastell mit einem sehr hellen beigen im Leder. Krass. Okay. Ich wäre da. Oder ich würde sogar Erdbeeren. Es gab mal ein Erdbeerrot Metallic und innen. Entweder ich wäre tatsächlich beim Flügeltürer wäre ich ganz klassisch silberrot, aber bei einem Cabrio, da würde ich rot tatsächlich auch sehen irgendwie. Also rot Mercedes geht überhaupt nicht. Ja. Rot geht nicht. Es gab ja diese Formelfarben, ne? Ja. Du kannst auf dem deutschen Auto kein Rot fahren. Das geht nicht. Deutsch war weiß oder wegen mir silber. Und alles andere war entweder blau, gelb oder rot. Ja. Doch. Dachte gerade kurz, mein Auto wäre da. Okay. Ich musste auch gerade erstmal gucken. Was ist das? E46 M3 CSL, klar, ein Originaler. 36.000 Kilometer. 168.000 Euro. Wahnsinn. Aber hier sieht man sofort drauf, deswegen bin ich nach wie vor happy mit dem Unischwarz. Hier sieht man jetzt gerade auch mal gut nebeneinander, Unischwarz und Schwarz Metallic. Aber Philipp, Schwarz ist ein Sarg. Weiß ist ein Kühlschrank. Rot ist die Feuerwehr. Das sind keine Farben. Das sind wirklich keine Farben. Aber ich finde jetzt gerade, hier fällt es gerade auf. Ich finde, das Auto geht in Schwarz-Metallic gleich gegenüber, wenn meiner jetzt hier in Unischwarz stehen würde, so wie der Toro da zum Beispiel. Weißt du, ich finde, das Auto muss, wenn es schwarz ist, muss es einfach dann Unischwarz sein, dass immerhin das Schwarz, so wie gerade auch der Flügeltour, raussticht.
Ich finde, so ein normales Schwarz-Metallic hier, das sticht einfach nicht raus. Schwarz-Metallic graut. Das macht ihn grauer. Genau. Während ein Schwarz Uni, das ist natürlich toll. Aber wenn du einmal mit deinem Tuch da drüber fährst, dann siehst du es nämlich auch. Ne? Und jetzt muss man auch dazu sagen, ne? Guck mal, wenn ihr jetzt hier gerade so aufs Auto guckt, das ist ja schon weit von einer 1 entfernt. Ne? Also, deswegen stelle ich jetzt mal die 37.000 Kilometer in Frage. So, also ist halt ein Auto. Man darf halt immer nicht vergessen, das sind alles Autos, die wurden natürlich in den ersten Jahren gefahren. Ja. So, und jeder, der ein Auto selbst nur 1-2 Jahre fährt, weiß sofort, dass so ein Auto einfach, ja, das ist vielleicht auch der Grund, warum ich mit meinem so wenig fahre. Weil übrigens, für alle interessant, das ist ein BMW. Ne? Das ist ein 503, der ist übrigens komplett aus Aluminium. Echt? Ja, das ist ein super Leggero. Weißt du, warum man damals schon so viel Alu gemacht hat? Weil das sportlich war. Ja, aber weil die es konnten, oder wie? Nee, weil es gab ja eigentlich keine Serienhersteller in Europa. Mhm. Es gab ja nur das Chassishersteller, so wie bei dem Kompressor. Und dann gab es einen Karosserier und der hat im Prinzip behäutet. Deswegen gibt es solche Schmieden wie Touring oder Ghia oder wie hießen die dann, Bertone oder was auch immer da damals Karosserien hergestellt hat. Und die Kunst war im Prinzip ein Grundchassis zu behäuten. Das hat wahrscheinlich, hier hat es wahrscheinlich BMW gemacht oder eine Fremdfirma, Bertone vielleicht. Ich weiß, dass BMW viel bei Bertone fertigen lassen hat. Und Italiener waren damals sportlich, Aluminium behaftet. Die waren richtig also, klasse. Ne? Wir haben das schon ein paar Mal gesehen. Du mal sagst wirklich, weil das war ein Holzkonstrukt, wo das Blech rübergelegt hat. Ja, das war halt ein Rahmen mit einem Motor. Und so hat man ausgeliefert. Und man konnte dann diesen Rahmen mit dem Motor zu einem Karosserierbetrieb bringen. Und der hat ihn dann behäutet. Und viele, die es sich leisten konnten, haben sich den so gemacht, wie sie haben wollten. Und dann super legerer, super leichten Alu. Zum Beispiel. Das schon nicht mehr, aber vor dem Krieg war das schon durchaus üblich. Cool. Also das ist bestimmt Mercedes selber, aber es gibt auch Mercedes mit irgendeiner Fascini-Karosserie. Der hat dann noch ausgestelltere Kotflügel, noch seltener und noch teurer. Weil ihr macht tatsächlich solche Arbeiten auch in Alu, ne? Ja, aber den musst du enthäuten zuerst. Ja, ja, klar. Ja, ja. Aber ihr könnt ja, auch noch das alte Handwerk in Alu. Ja, aber weißt du, der das kann, ist Ende 60. Ne? Okay. Und wenn es den nicht mehr gibt, dann war es das schon. Wir sagen mal einmal kurz Hallo hier. Das ist Design-Loft, kenne ich gar nicht. Ich weiß gar nicht, was es ist. Jetzt haben wir es hier gerade mal so einigermaßen nebeneinander. Also ist das für dich ein Rot oder ein Orange? Das ist offiziell ein Rot. Das ist ein Rot, ne? Ja. So, aber so ungefähr die ist Farbe. Das ist nicht 503 Rot? So, also die Farbe sehe ich auf dem Cabrio und die Farbe hier auf dem Flügeltürer, wenn es einer wäre. Aber es sind weniger Flügeltürer dieses Jahr als sonst. Ja, aber zum Beispiel Brabus ist ja nur mit 5 Autos da, ne? Weniger ist jetzt untertrieben. Brabus würde ich euch jetzt lieb gerne in den Stand zeigen, aber Brabus Classic fahren wir noch mal vorbei. Deswegen lassen wir das heute aus dem Video mal raus. Liebe Grüße an Brabus, weil die Autos gucken wir uns noch alle an, beziehungsweise Brabus Classic generell. Und dann wird das hier wieder so ein 1,5-Stunden-Video. Deswegen müssen wir, wenn wir gelernt, wir müssen uns ein bisschen zusammenreißen hier. Hast du sowas hier mal gemacht, so ein Pullman? Ja. Oder geht der ins Bad rein? Ey? Ja. Echt, geht? Ja, ich kann den. Den kann ich. Ich glaube, ich bin derjenige, der am meisten von denen gemacht hat. Ich habe für Kiel einen Haufen entlackt, KTL, geschweißt und lackiert. Ich war der Hauslackierer für 600. Viele Jahre. Kann man sagen. Geschichten dazu. Aber eine Geschichte zum Beispiel, auf so ein Auto muss ja alles doppelt so viel draufgehen wie auf ein normales Auto. Viermal. Viermal so? Nach jedem zweiten Auto hat der Mitarbeiter hier gekündigt, ganz einfach. Kein Witz. Jetzt ist nur die Frage, ob das eine gute oder schlechte Quote Nein, ist. Der kündigt nach so einem Ding. Der kommt dann zu dir und sagt, Alex, ich schleife den schon 6 Monate lang. Ich gehe nach Hause, mir tun die Arme weh, mache die Augen zu, träume von dieser Scheiße, mach die Augen auf, ist immer noch da. Ja, das ist Kacke. Kann man mal, angenommen, ich bringe euch so eine Karosse. Ja. Willst du wissen, wie viel Geld das kostet? Ja, nur so, sowohl Geld als auch Zeit. Das eine ist das andere. Das heißt, zwischen ich bringe euch das Auto zum Entlacken, bis ich hole eine lackierte Karosse ab. Nur die Karosse reden wir eh von einem Jahr auf jeden Fall. Ja. Mindestens. Ja, ja, ja. Mindestens. Ganz sicher. Und dann aber entlacken, Karosseriearbeiten, lackieren, sechsstellig. Gerade so sechsstellig? Gerade oder? So, ja. Also ich zumindest. Mhm. Weil das ist ja für dich. Ich bin ja nur Werkbank. Da ist es wahrscheinlich schon groß sechsstellig. Ja, ich wollte gerade sagen, die verdoppeln auf jeden Fall deine Kosten erstmal. Wahrscheinlich. Ne? Weil es ist halt schon krass. Aber du fällst tot um bei dem Auto. Ist das nicht so bei dem Ding, dass der alles Hydraulik hat, Fensterheber? Ja. Das ist absolut lautlos. Das war technisches Maximum, was überhaupt geht. Ohne Witz, unerreicht, oft kopiert. Das war das Geilste, was es gab. Die haben ja bis 1980 oder sowas das Ding gebaut. Von 63 an. Das war damals, den gab es ja als Landolet, 2/3, 1/3 Landolet. Das ist jetzt eine Pullman-Limo. Aber das war ein wahnsinniges Auto. Und guck mal,
der fällt runter, weil sein Fahrwerk ist scheiße, deswegen haben sie den aufgebockt, ja, damit er einfach nicht runterfällt. Ja, genau. Der steht nicht mehr. Aber hat der Luft oder Hydraulik? Luft. Hat richtig Luft. Okay. Ja, er hat hier einen Kompressor. Wird wahrscheinlich undicht sein und dann geht Luft raus und fällt entweder runter. Entweder hier oder hier ist ein Kompressor. Er war übrigens mit Alkohol betrieben. Also der hat innen drin so ein Alkoholgemisch oder Glykolgemisch zum Kühlen. Und der M100, also das ist der Motor. Ich glaube, seine Einspritzpumpe, die ist schon hoch fünfstellig, wenn du sie wechseln willst. Krass. Ja, 2,5 Millionen Miura. Mhm. Das ist das schärfste Gerät überhaupt. Aber dass der Miura mittlerweile halt auch schon so teuer ist, ne? Aber Miura ist auch. Aber andererseits... Der einzige Lamborghini, der richtig ging. Alles andere war Schoka. Ja, vor allem überleg mal, wenn man jetzt gerade vor diesem Auto steht, ist für mich so ein bisschen wie auch beim Flügeltürer. Und sich überlegt, wie in der damaligen Zeit dieses Auto schon so aussah, ne? Unten so mit diesem Lufteinsatz in dem Schweller, ne? Also da sind ja schon viele Sachen drin, die man heute noch so macht, ne? Da musst du ja damals der absolute Vollking mit gewesen sein. Ja, du weißt ja, 6 Weber-Vergaser wahrscheinlich so groß. Wenn du mal aufs Gas drückst, dann kriegst du eine Haarsträhne hinten. Da wirst du taub. Ah, der Hintercarrera GT. Miura würde mir gefallen. Aber hier sieht man schön bei Flügeltüren andere Farbkombi, mehr so ein Grau innen kariert. Und das ist wahrscheinlich Anthrazit, 172. Und schon wirkt das Auto einfach gleich ganz anders, ne? Aber das ist einfach klassisch. Guck mal, wenn ich das immer sehe hier, okay, hier ist jetzt gerade kein Abarth bei, aber eigentlich... Wieso? Das ist Abarth. Das ist ein Abarth. Was ist das? Da, doch, da ist einer. Ja. So, das hier ist ja definitiv einer. Das ist scharf. Eigentlich muss man so ein Ding nochmal fertig machen. Ja. Das ist ein scharfes Teil. Da ist die Mortalitätsrate sehr hoch. So ein altes, weil die sind einfach so klein und knuffig. Und so leicht. Und der so leicht. 500-600 Kilo, ja. Und bei so einem Auto ist es halt auch so, dass es gegenüber dem Pullman ein Auto, was ja schon fast wieder Spaß macht, fertig zu machen, weil einfach nicht so viel Fläche dran ist. Wenn du das schaffst, dass du aus dem Motor 100 PS rausbekommst, das geht. Von jeder würde bei dem Motor denken, mit dem Ding hier vorne, das können sie ja nur gemacht haben, weil es ein Duo-Motor ist, weil da irgendwie Ladeluftkühler rein muss, aber das sind die ganz normalen Kühler einfach nur, ja, oder? Ja. Nee, das ist ein Ölkühler. Das ist ein ganz normaler Saugermotor hinten drin. Finde ich zum Beispiel komplett underrated. Finde ich super. Guck mal, wie scheiße lackiert der ist und so, ne? Aber egal. Ja, das wird original sein, ne? Ja, wahrscheinlich. Der ist geil. Das ist was. Keine Ahnung. Bevor ich einen Mercedes kaufe, sowas hier. Aber das ist auch, glaube ich, so Evolution 500. Ja, voll geil. Bin ich wirklich in dem Thematik nicht so... Also da war ich 18, war astronomisch, ging nicht. Also war so teuer damals schon? Ja, das war unerreichbar. Du hast mal gehört, das gibt es, aber das war irgendeine andere Welt. Ja, hier, roter Teppich für dich, meine Alex. Lieblingshalle. So, das hier für die Leute, die noch nicht hier waren, Veranstalter von der Techno-Klassica ist SIA und das ist quasi der SIA-Stand hier, den sie immer wieder hochziehen. Komm, dann zeige ich dir mal meine Lieblinge. Das war übrigens letzter und einziger GT3 RS, der nicht breiter ist. Also wo GT3 gleich breit ist wie GT3 RS. Ja. Das Spiegelauge. Weil früher war breit immer nur Allrad, GT3 nie Allrad, deswegen haben sie das damals eigentlich nicht gemacht. Weißt du noch über dieses Erdbeerrot-Metallic? Ja, ja. Da steht's. Ach so, ist mehr so ein, ist mehr so ein Dunkel. Genau die Kombi, so hätte ich gerne meinen. So würdest du ihn machen? Okay, ja. Verstehe. Findest du super. Das war original. Die gab's, diese Farbe. Ich habe schon mehrfach welche gemacht. Nee, da wäre ich tatsächlich eher bei den klassischen Rot. Ja, das ist nichts für BMW. Das Ding muss 100 Jahre alt sein, um so auszusehen. Ja. Finde ich alles super. Ein Traum. Mhm. Ein Alvis Special. Aber du kennst dich mit den Autos auch echt aus? Ja, ich träume schon seit Jahrzehnten davon. Ich hätte gerne meine gesamte Sammlung gegen so ein Ding eingetauscht. Aber weil diese Vorkriegsdinger alle auch so teuer sind? Also, nicht teuer. Oder gibt es auch Einsteigermodelle? Ja, es gibt Einsteigermodelle, aber es gibt Modelle, die sind richtig stark. Mhm. Die haben richtig Kraft. Ja, 4 Liter, 3,5 Liter. Die sind schon synchronisiert geschaltet und die sind richtig gefährlich. Und die rennen wie die Hölle. Guck mal, mit dem Auspuff abgewickelt und so weiter. Mhm. Das sind richtig tolle Autos. Und was wäre dein Traum? Na, Alvis wäre das zum Beispiel nicht schlecht. So Alvis Special, ja. Das würde mir schon gefallen. Aber ich bin zu fett und zu groß. Da muss man schon einen machen, wo ich reinpasse. Ne? Das heißt, der Hersteller damals hieß Alvis. Und der hat wahrscheinlich Limousinen gebaut. Aber irgendwann mal für Rennsport hat man wieder eine Karosserie draufgestülpt. Eine Special-Karosserie.
Und das ist dann irgendwann mal ein Trend geworden. Deswegen würde ich jetzt gar nicht mal sagen, ob das jetzt was Echtes oder ein Replika. Ich gehe mal davon aus, es ist eine Replika, aber das wäre mir egal. Wenn das zum Beispiel eine echte Limo war mit einem gekürzten Rahmen und dann mit der Special-Karosserie, in Ordnung. Finde ich zum Beispiel toll. Das da ist zum Beispiel... Weil das ist ja hier, das ist ja ganz was anderes. Das ist was Ähnliches, das ist auch. Ja, aber viel größer alleine. Ja, aber der ist auch größer. Der hat 4,5 Liter Blower. Den gab es mit Rootskompressoren. Die fahren 200 km/h, die kosten ein Vermögen. Und da gehen auch ein bisschen Männer rein, die fülliger sind. Und ja, da brauchst du auch Kraft. Du musst mal, weißt du, dürfen wir reingehen? Der hat Jägerinstrumente, mechanisch. Weißt du, wie eine Schweizer Uhr. Der da zum Beispiel, ja, brutales Auto. In English Racing Green, ne? Man muss immer selber erstmal hingucken zum. Oh, Alter, hier. Naja, genau, Rootskompressor, ne? Krass. Ja, also, brutal. Da ist der Kompressor hier so vorgeflanscht, ja, ja. Ne? Vorher eigentlich ein Motor. Ja. Vorhin gerne nicht. Nee, der hat keinen, aber der hat einen. Das erinnert mich immer, hast du gerade geguckt, Werner, ne? Ja. An die Tröte vorne. Ein brutales Auto. Guck mal, und die sind hinten mit Leder behäutet. So muss der eigentlich sein, ne? Das ist hinten beledert. Von außen, ne? Wo man sich immer sagt, hat es damals nicht geregnet, ist man da nicht im Regen gefahren? Wie? Boah, aber hier in Rot sieht auch geil aus irgendwie. Ja, aber muss man verstehen in Rot. Ja, also Rot bis Schwarz. Ich finde, das Modell hat so ein bisschen was irgendwie von der Eisenbahn. Also das da ist garantiert auch irgendwas. Ja, das ist ein Replika. Also ich gehe mal davon aus, dass das keine ursprünglichen Autos sind. Das sind Autos vielleicht mit einem Ursprungschassis, aber garantiert nicht Ursprungsbody. Aber wenn wir beide uns jetzt in so ein Auto setzen und damit losfahren, haben wir dann da Spaß? Ja. Also schon fertig. Wir sind nach 100 Kilometern sind wir tot und gehen ins Hotel. Aber genau das muss es sein. Wir sind am Arsch. Du kannst nicht lenken, du bist müde, das Ding tut weh, ist laut, alles ist heiß. Aber ist schon so, dass der richtig beschleunigt, mit richtig 200 km/h. Wenn du damit mal die Pässe fährst, alle fahren dann noch 500 Kilometer, du willst ins Hotel, du bist müde. Guck mal, aber da hätte ich sogar gedacht, hier stehen jetzt 320.000 Euro drin. Weil er nicht echt ist. Hätte ich sogar gedacht, das ist ein Replika. Also nicht echt heißt... Nicht echt, dass er nicht damals schon diese Special-Karosse hatte, sondern es ist vielleicht ein echtes Fahrgestell, aber er hat eine neue Karosserie bekommen. Deswegen ist das im Prinzip ein neu gebauter Special auf einem alten Chassis. Mhm. Was das hier für heißt ist? Speedtail oder wie? Speedtail oder Boattail. Heißt, glaube ich, Boattail. Ja, Boattail, ja. Ja, aber Herrgott, sag, wer hat sowas? Guck mal, wie viel Auto das war. Ja. Allein die Scheibenräder. Wahnsinn. Ja, vor allem überleg mal auch, es ist ja schon mehr als eine Garage. Also da brauchst du ja schon richtig eine Halle immer für die ganzen Autos. Da musst du auch 2 Meter sein, damit es wirkt. Wenn du bloß 1,60 Meter bist du ein Zwirn. Aber auch witzig hier so mit dem und hinten. Ja. Yeah. Wolf of Wall Street ist auch wieder da hier. Ach, weißt du, ach, würde ich sagen. Fuhr doch nie. Das fuhr doch nie. Ja, aber ist schon eine Ikone, finde ich immer wieder. Ne? Da hat sich einer ausdesignt. Ne? Und zwar Maximum, was ging. Damals war das halt drin. Aber fahrtechnisch weiß ich nicht. Du bist doch einen gefahren. Ja. Fährt sich das nicht? Nee, fährt scheiße. Das Problem dabei ist, man muss natürlich sagen, ich habe keine Ahnung, ob damals alle Autos so schlecht fuhren. Ja. So, ne? Weil natürlich. Hast du da reingepasst? Ja, also so, ne? So, also so sitzt er da. Wer hat so, ne? sich da was dabei gedacht? Ja, die waren vielleicht damals kleiner. Da weiß ich nicht. Aber wer hat sich das ausgedacht? Dass man mit den Knien an den Ohren fahren muss. Warum? Ja, aber schon so hier so mit Spoiler. Und vorhin guck mal auch so die. Aber erkennst du den Unterschied zwischen Lamborghini und Ferrari? Nee. Ferrari fuhr Rennen und der nie. Stimmt. Das ist echt der Lambo-Liebhaber hier, ne? Der merkt das schon. Ey, oh Mann, habe ich in der Farbe auch noch nie gesehen. Ach was. Was denn rot? Nee, aber das ist ja mehr ein Dunkelrot, oder? Nee. Echt? Das wird mal. Oder täuscht das hier gerade nur drin? Das täuscht, glaube ich, bei jedem. Täuscht, ne? Schau mal, jetzt hast du Ferrari, Maserati und an der Karre da vorne geht man vorbei. Mhm. Ein Fasselvega Coupé. Ein französisches Auto. Mhm. Ist ein Sportwagen gewesen seinerzeit. Hat USA 8-Zylinder drin, gab es, glaube ich, mit Schaltung und Automatik, gab es gar nicht so viele davon. Fasselvega, welcher? Welcher ist das? Anglais. Oh, Anglais, Englisch. Okay. It's a Fasselvega, yes? Yes. Which model is that? Prototyp. Aha, okay. Guck mal, Design, ne? Mega geil. Ja. Wer hat's kopiert? Das hat man zigmal noch kopiert in der Richtung. Und irgendwelche billigen Fiat-Rückleuchten, ne? Willst du mein klassisches Armaturenbrett sehen? Guck mal da rein. Guck mal die ganzen Hebel da in der Mitte, brutal, ne? Brutal, so muss es sein. Da hat sich einer was damit befasst. Guck mal, Chromringe. Ja, super.
Ja, mega geil. Das, sowas finde ich super. Mhm. Elektrische Fensterheber. Total. Guck mal die Hebelchen dazu, Heizungsverstellung und so. Ja. Wahnsinn. Ja. Hat einen USA-8-Zylinder drin. What cost car like this? Preis? Preis 850. Excusez-moi, je ne comprends pas français. English, Anglais? With 8.5. 8.5. Okay. Uch. Uch. Okay. Oh, mega geil. Mega. Ja. Selten Auto? Super selten. Prototyp. 8.50 ist nicht normal. Normale kosten 150 rum. Ja, also, aber meinst du, dass er 8.50 meint oder 85? Ich glaube, 8.50 meinte. Das ist halt witzig, ne? Man diskutiert darüber, ob es 85 oder 850 ist. Nein, nein, das sind 850. Ja. 85 würde ich sagen, so lala, kann man was Ähnliches kaufen. Aber 850 ist wahrscheinlich, weil es einer one of one. Ne? Mhm. Das ist wahrscheinlich der 45K Roadster mit Schwiegermuttersitz. Heißt echt Schwiegermuttersitz? Ja, Mann, heißt Schwiegermuttersitz. Die Schwiegermutter da rein, dann hockst du halt wie auf dem Esel, ne? Aber passt schon. Aber das ist Elon Musk von 1936. Also nur oder F1 oder was gibt's denn so? Königseck, ja, also sowas war das damals. Absolutes Luxusding. Guck mal, zum Aufsteigen in den Schwiegermuttersitz, da ist die Trittstufe da vorne. Siehst du, machst auf, dann steigst du da drauf. Und damit fuhr irgendjemand durch die Stadt und war Kaffee saufen. Ne? Dann säuft er seinen Espresso und hat dann so ein Teil da rumstehen. Und echtes Elfenbein. Diese Knöpfe sind Elfenbein, das ist kein Plastik. Weil das war ja auch so die Zeit, wo man eigentlich auch generell, wenn man sich so ein Auto leisten könnte, viel mit dem Chauffeur durch die Gegend gefahren wurde. Ne? Steht im Museum, glaube der Rote. Das müsste auch so einer sein. Viel mit Chauffeur und wenn man halt Bock hatte, so ein Ding selber zu fahren, ist man sowas gefahren. Ne? 180 PS vor 200. Ja, wir müssen so ein Ding mal fahren. Das ist rechts zum Suchen, da ist ein Spiegel drin, achte mal drauf. Da ist ein Spiegel. Aber den kannst du auch so anfassen und da kannst du als Suchscheinwerfer benutzen. Bin immer auf der Landstraße irgendwie unterwegs. Keine Ahnung. So, jetzt gehen wir hier mal zum Lambo-Club hier. Ja, schon besser. Aber bei, schon besser. Bei den Autos war es mal so, sowas wollte mal eine Zeit lang wirklich gar keiner haben. Ja, so, weil die unmachbar waren. Kein Mensch kann da den Motor aufmachen. Wenn du den Motor anfassen musst, 50.000 Mark. Ja, Markt war damals ein Haufen Geld. Kauft den neuen Mercedes oder restauriert den Motor? Ja. Den finde ich zum Beispiel scharf. Ja, aber wild in der Farbe, ne? Ja, aber der wirkt. Ist super. Aber wirkt. Ja, der ist super. Mit Telefonfelgen, ne? Ja. Das ist zum Beispiel etwas, da würde ich sagen, der hat Stil. Der ist super. Ich überlege jetzt gerade, ob das die gleiche Farbe wie Jean-Pierre auf sein hat. Der hat ja auch so ein Flieder. Es gibt mal ein Video von Jamiroquai, der fährt dann im Video so ein Teil in der Farbe. Daher kenne ich das zum Beispiel. Oder damals war das super toll. Mhm. Was wäre so dein Modell von denen, die hier stehen? Der da. Also, ja, ich finde den super. Also ich bin ganz ehrlich, Mucelago hat mich wirklich noch nie irgendwie tangiert, weiß ich nicht. Auch mit diesen Ausschalldingern hinten. Also wenn dem warm wurde, hat er ja immer die Öhrchen rausgeklappt, dass der Wind rein kann. Mittlerweile hat ein bisschen was, wie beim alten Gallardo ist es ja auch so, die Autos, wenn man jetzt da so gerade reinfilmt, der gelbe, der wirkt jetzt ja mittlerweile im Vergleich zu dem Aventador oder so schon alt. So, ne? Aber das finde ich, macht das Auto wieder besser. Also ich finde, er ist nicht mehr so krass heftig überladen. Ich finde, dass der ganz leicht wirkt und ganz stimmig, auch mit diesem Keil. Mhm. Der ist völlig, weißt du, schnörkelfrei. Und dieses schnörkelfreie, nicht überdrehte und guck mal, Ton in Ton innen drin, super. Das würde mir gefallen. Aber ich wäre, glaube ich, doch eher, ehrlich gesagt, bei einem Countach dann. Aber es gibt ja Countach in Countach, das ist ja LP, ne? So, aber es gibt ja den ganz frühen, der hat diese Schnörkel nicht. Ich finde, dieses Überdrehte finde ich ganz schlimm. Weil die, aber Farbe finde ich geil. Farbe finde ich definitiv. Was ist Ozeanblau oder was soll das sein? Ich hätte eigentlich gedacht, dass Murcielago deins wäre, weil das so ein bisschen auch nach Gallardo schon. Nee, also natürlich in Summe, deswegen bin ich auch motiviert, dass der, das hatte ich ja neulich schon mal gesagt, dass der Gallardo mal wieder auf die Straße kommen muss, weil bald kann er ja leider hier auf der Klassikmesse stellen. So wie viele schon gesagt haben, Hakenzeichen bis dahin. Was? Und ja, geht ein bisschen in die Richtung, aber ja. Ich meine, klar, das hier so Diablo GT ist natürlich Maximum, ne? Für die damalige Zeit. Ja, ich finde es. Wird mittlerweile auch garantiert, wahrscheinlich wird er auch schon 500, 800 kosten oder so, ne? Wirklich? Bin ich so in Mio, ja, ich glaube schon. Diablo GT. Das habe ich verpasst. Ja, doch. Einen haben wir mal entlackt, einen einzigen habe ich mal in der Hand gehabt. Echt, so ein Diablo? Einmal, ja.
Aluminium, innen drin, solche Röhrchen hier drin. So, jetzt müssen wir in die Richtung noch einmal weiter da hinten so und dann haben wir es auch schon, haben wir es geschafft. Das ist ein Landolé. Müsste das ein Drittel Landolé sein? Nur das hintere Teil, Papamobil? Ja, ja. Das typische Diktatorauto, ne? Ja, ja. Der hat sich dann hingestellt und dann die Parade abgenommen. Weißt du, was so ein Ding damals neu gekostet hat? 3-4 Häuser als Relation. Also war auch richtig teuer schon. Ja, ja, richtig teuer. Ich glaube, der W109 hat so viel gekostet wie 2 Häuser. Ein Haus hat 25.000 Mark gekostet, der hat 53.000 Mark. Und der war über 100.000 Mark. Ich stelle mir immer die Frage, wenn du dir heute so ein Auto kaufst, was machst du damit? Weil damit fährst du nicht mehr, oder? Nein. Stellst sie nur hin, ne? Du wirst angeschrien, mit Eiern beworfen. Ja, weil das ist ja definitiv ein Auto, was auch alleine vom Radstand her und vom Fahren her, weißt du, das ist ja auch nicht so, dass das Spaß macht in dem Moment. Und wer hat sich ein Landolé in Weiß bestellt? Ein Diktator in Afrika war es nicht. Ja. Ja, das war irgendein Spinner. Immer schwarz oder wie? Oft schwarz, ja. Ganz selten blau. SLR war halt mit den Sidepipes immer, ne? Das war halt, ist halt bis heute soundtechnisch, dass das so ging. Aber Lorenzer hatte die erste Turbinenfelge. Mhm. Okay, das toppt nochmal alles. Boah, okay. Was ist mit denen los? Ist das so? Das ist der mit 5000 Kilometer. Okay, das krass. Warum? Es gab halt nicht so viele davon, aber es gab jetzt auch nicht so wenig von. 1.400 soll es davon geben. So, 1.400 Autos, aber 270.000 Euro. Ja, das haben. Aber ist wieder genau das Gleiche. Schwarz-Metallic. Mhm. Ja, sieht, weiß ich nicht, ich bin dann einfach uni-schwarz. Aber unter 100 ist es ja wirklich schwer. Aber da muss man auch ehrlich sagen, Alter, 270 für einen E46 M3 CSL. Ich meine, jetzt gerade steht man vor und in 10 Jahren wird man sagen, ach, hättest du mal gekauft, wenn sie einen NIO kosten. Aber in 10 Jahren nicht, aber vielleicht in 20 Jahren. Ah, ja, auch schon fast ein Oldtimer. Klar. Doch, aber jetzt, wo ich ihn hier wieder stehen sehe, ich bin schon eher Typ Countach. Ja? Ja, doch schon irgendwie. Finde ich irgendwie, weiß ich nicht, irgendwie so die ganzen Proportionen, wie die Radläufe so sind, Räder und so. Ja, aber weißt du, das ist wirklich Geschmack. Du stehst auf dieses Kantige und mir würde genau der daneben besser gefallen. Ja, so, waren wir jetzt von ausgegangen von den Lambo-Modellen, so, ja, ne, okay. Mit Diablo und so weiter. Ne? Veyron 1.6, auch krass. Die gab es mal für fast ohne die 1. 6.25. Ach, scheiße. 2 Mio für einen Ferrari. Da bin ich leider viel zu unwissend. Also ein paar kann ich unterscheiden, aber nicht wirklich. Ja, aber, also aber, ich kann die nicht lesen. Aber guter Zustand, ne? Mhm. Also wenn man das so anguckt, meinst du, das Ding wird ja auch voll restauriert sein? Ja, ja. Ja, ja. Waren die neu damals so gut oder ist halt sogar besser als damals? Ich glaube, die sind besser. Besser, ne? Also guck mal, die vergewaltigen hier die Spaltmaße, das muss 3 mm sein. Die hauen dir alle Anwälte auf den Kopf. Wenn das nur 3,5 ist, dann musst du dich 2 Jahre dann streiten damit. Das sind schon super Autos. Also der Anspruch vom Restaurierer von solchen Autos ist immens hoch. Aber eigentlich krass, aber andererseits auch, wenn sie halt damals nicht perfekt waren, als Neuwagen, dieses nicht perfekt kann man halt einfach schwer restaurieren und wiederherstellen, weil du weißt halt eben nicht, was nicht perfekt war. Es gibt einen Trend in den USA, wo die Ami-Autos also richtig schlecht restauriert. Ja, so wie sie ab Fabrik, auch mit den Fehlern, Dichtnähte rausgezogen mit einem Läufer und so weiter. Die wollen das. Alte Reifen, die suchen noch aus den 70ern die alten Reifen von damals und packen sie noch drauf. Sowas gibt's auch. Ich würde sagen, so viel von der Techno-Klassiker 2024. Alex, du warst mal wieder eine Bereicherung fürs Video. Oh, weil danke. Ihr merkt, er hat auf jeden Fall, was Oldtimer angeht, deutlich mehr Plan als ich. Vorhin gerade meine Autos, heißt so 80er, 90er, 2000er. Da muss ich wirklich sagen, war wenig. War wenig hier. Ne? Also es ist, wenn dann eher älter und 500.000 neue Autos. Das muss ich schon sagen. Also wenn ich es jetzt so, also es lohnt sich immer noch hierher zu kommen, definitiv. Weil ich sag mal so, ob ihr jetzt irgendwie in einem Museum fahrt oder mit euren Kindern einfach nur was machen wollt, klar, dann kommt lieber her, weil hier sieht man wirklich alle Autos, die es so gibt oder auch gab. Aber in der Klasse 80er, 90er, 2000er, finde ich, ist es schon weniger. Also ich sag dir, die Techno-Klassiker zeichnet sich dadurch aus, dass du auf einem Platz Sachen findest, wo du extra weit fahren musst, um mal den zu sehen und mal den anderen. Und hier findest du die. Ja. Hier gibt es Autos, die werden hier rausgeholt, die gibt es nirgendwo. Ja. Weißt du, jeder hat Mercedes oder Porsche, aber dass du einen Bizzarini in Gelb neben irgendeinem Aurelia stehen hast, sowas gibt es ja gar nicht in der Regel. Ne? Oder deswegen, auch, wenn man, wie Alex schon sagte, wenn man einfach mal Farben gucken will, also wie ich jetzt
für den E36 heute zum Beispiel. Dafür ist perfekt. Nehmt euch Zeit, lauft ein bisschen durch, coole Messe. Danke fürs Zuschauen. Uns beide seht ihr in Wilsheim demnächst wieder. Hab ja noch so ein BMW da stehen. Und danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Danke, Alex. Danke. Tschüss. Bis zum nächsten Mal.